Herzlich willkommen zum Reisetalk mit dem TUI Travelstar Reisebüro Bachmann. Und wir haben uns heute bei Mr. Moto getroffen, hier in der kleinen Fleischergasse. Ja, Herr Bachmann, warum denn eigentlich? Ja, es geht um Japan, deswegen auch Sushi, Mr. Moto, ich denke, das passt gut. Ich möchte heute gern unsere Sonderreise im Herbst nach Japan vorstellen. Ja, was ist denn das Besondere an der Reise? Japan-Reisen bietet bestimmt jeder an. Das Besondere ist, die habe ich mir selbst ausgedacht. Also ich durfte Japan schon bereisen und habe zusammen mit einem erfahrenen Japan-Veranstalter, also Gruppenveranstalter, das ist Gebeko, aber die haben viel Japan auch im Programm, das Programm für uns und unsere Wünsche umstricken lassen. Und so wie die Reise da steht, gibt sie in keinem anderen deutschen Reisebüro, sondern nur bei uns hier in Leipzig im Reisebüro Bachmann. Und ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und ja. Wie so ein Eigengewächs quasi. Was ist denn alles dabei beim Eigengewächs? Genau. Also wir haben dabei 4 Nächte in Kyoto, haben eine Nacht in Hiroshima, eine Nacht im Hakone-Nationalpark, da kann man sehr gut auf Mount Fuji sehen, schauen. Und dann haben wir 3 Nächte in Tokio. Wir fliegen von Leipzig mit Lufthansa, mit Umsteigen in Frankfurt nach Osaka. Rückzug geht es dann von Tokio direkt, damit es ein bisschen näher ist. Wir haben dazwischen eine Fahrt mit dem Shinkansen, mit dem Super-Express-Zug. Es ist dabei der Goldene Pavillon, die Wiege der japanischen Kultur Nara, also kulturelle Highlights dabei, schöne Landschaften dabei und dann die Städte, eine schöne Mischung. Hört sich ein bisschen nach Überblick für Japan an. Ja, genau. Das ist also eine 10-Tages-Reise, wo man den schönen ersten Überblick über Japan bekommt, mit einer fachkundigen Führung natürlich. Ich werde die Reise begleiten, also unterstützen da sein. Ja, und ich freue mich schon ganz doll drauf. Würde ich mich auch. Jetzt waren Sie ja schon mal in Japan. Was hat Sie besonders beeindruckt in der Zeit dort? Also in Japan die Menschen einfach. Also sehr freundlich, sehr höflich, sehr zuvorkommend. Alles super sauber in Japan. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, jetzt nochmal zu den Fakten. Wann geht es genau los, dass die Leute es ein bisschen planen können? Ganz genau. Also was wir noch nicht verraten haben, die Reise kostet 3.400 Euro pro Person, das ist für Japan ein guter Preis. Es sind alle Eintrittsgelder drin, alle Ausflüge dabei. Es wird also vor Ort keine weiteren Reisekosten entstehen. Es ist Frühstück drin. Wir gehen dann essen, dafür bin ich dann auch mit da, um ein bisschen zu helfen. Es geht vom 10.10. los bis zum 20.10.2015. Das klingt ganz gut, das heißt, es ist auch noch ein bisschen Zeit, auch manchmal für Individualität. Ja, also wir haben dazwischen natürlich dann die Möglichkeiten, jeder kann sagen, was er essen mag und dann findet man die richtigen Restaurants, weil wir wollen auch in kleinere Restaurants reingehen, dass man Japan also wirklich auch kennenlernen kann. Okay, na wir sind ja gerade heute schon hier und haben schon langsam Hunger. Ja, ganz kurz, also lassen Sie sich beraten, liebe Zuschauer, zur Japan-Reise, die geht ja im Oktober los. Sie können das machen in TUI Travelstar Reisebüros Bachmann am PEP in Grünau, in den Höfen am Brühl, am Flughafen Leipzig-Halle und ganz neu im Pounce Off Center. Genau. Ja. Und Herr Bachmann steht auch selber zur Verfügung und berät dann ganz einfach persönlich, oder? Ja, na klar, da freue ich mich. Also für alle Fachfragen bin ich da. Ansonsten natürlich die Auskünfte geben auch meine Kollegen. Aber wer jetzt ganz speziell mit mir reden möchte, jederzeit, ich rufe gern zurück oder man kann mich auch anrufen. Und damit würde ich sagen, essen wir jetzt mal ganz schnell. Also, guten Appetit und wir sehen uns bald. Mhm.